Ich habe hier jetzt noch mal so ein paar ethische Grundsätze vom Ärztegelübnis aufgelistet. Die sind mir alle wichtig, deswegen mussten sie alle mit drauf. Das können Sie überall nachgucken. Das ist das Genfer Gelübnis für Ärzte weltweit. Nach dem Dritten Weltkrieg ist uns Ärzten dieses Gelübnis gegeben worden, damit wir unabhängig von Regierungsentscheidungen werden. Damit wir selbstständig entscheiden nach unserem besten Wissen und Gewissen, was jetzt für den Patienten richtig ist, für diesen Individuellen. Da muss man auch immer sagen, jede Präventionsmaßnahme kann nicht zu Schaden des Patienten laufen. Für mich muss immer erst der Patient, bei dem ich die Präventionsmaßnahme gerade auch für Fremdschutz ansetzen würde, muss ich sehen, dass der nicht geschadet wird. Die oberste Ethik des Arztes ist, dass zunächst nicht geschadet werden darf. Und da vermisse ich wirklich die offene Diskussion darüber, was denn Risiken und Nebenwirkungen sind. Wenn ich zu einem Covid-Patienten gehe, natürlich trage ich da eine Maske, aber da gibt es eine hohe Viruslast. Auf dem Schulhof, wo asymptomatisch, also gesunde Kinder rumlaufen. Ich sehe da nicht so wirklich die Viruslast, die auch die Lehrer zwingen würde, sich eine FFP2-Maske aufzusetzen. Zumal das ist, was ich im Notdienst trage. Non-Medical-Masken werden mir zur Ausstattung gegeben. Ich halte es kaum aus in diesem Spannungsfeld, wie gesagt, ehrenamtlich engagiert. Jetzt bin ich Persona non grata, wie gesagt. Deswegen habe ich mich an die Kollegen gewendet, denn ich fühle mich genauso wie Sie. Auch wenn wir uns erst vor 4 Wochen kennengelernt haben. Aber ja, ich hatte mich versucht, aufklärend zu betätigen. Das ist allerdings von YouTube gelöscht worden. Eine große Diffamierungskampagne gegen die Plattform, wo ich das gemacht habe, ist da gelaufen. Für mich ist es so, wenn das die Konsequenz davon ist, dann stelle ich mich hin und sage, okay, ich möchte meinen Kollegen Mut machen, das auch weiterhin so zu machen, nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden und sich nicht davon einschüchtern zu lassen, ob irgendwelche Kampagnen gemacht werden, politischer oder medialer Art und Weise. Letztendlich müssen wir das für uns selbst rechtfertigen und vor unserem Patienten. Und wir können diesen Weg nur gemeinsam gehen, wenn wir wieder aufeinander zugehen, uns gegenseitig zuhören und auch die Gründe verstehen, warum manche professionelle Kollegen das ganz deutlich machen, dass diese Masken nicht ein Pauschalheilsbringer sind, sondern dass es sehr viele andere Wege gibt, wie Herr Müller-Liebenau das auch schon gesagt hat. Ich glaube, damit wäre ich dann jetzt. Dr. Med. Johanna Deinert mit Ihren Einschätzungen.